Peer-to-Peer, der Gaming Clerks Podcast mit Christian und Nico. Falalalalalalala. Ha! Arschloch. Hast davon. Herzlich willkommen zur, ja, ich weiß, du hörst das nicht gerne, aber zur 11. Ausgabe des Peer-to-Peer Podcasts und zur Ausgabe kurz vor Weihnachten. In 3 Tagen ist es soweit. So viel! Ich wohl wirklich. Keine Ahnung. In 3 Tagen ist Heiligabend und dann beginnt die besinnliche Zeit des Jahres oder mit anderen Worten, das große Fressen beginnt. Naja, bei mir nicht. Das tut mir leid für dich. Naja, ich meine, warum? Ich gehe zu meinen Eltern, werde dort einmal gut essen. Und dann war Weihnachten das für mich. Also, so als Single hast du auch keine andere Familie zu besuchen. Und meine andere Familie, also der Rest meiner Familie ist mir egal. Ja. Ja, aber mir ist das immer so, die wohnen ja alle noch im alten im Heimatdorf. Und da ist quasi Heiligabend da, wo quasi auch die ganzen Kinder mittlerweile sind. Und am ersten Weihnachtstag bei Opa. Also bei meinem Vater sinngemäß. Genau. Aber ja. So Familie. Das sind, also, das genau, das ist zweimal Weihnachtsfressen. Und dann ist einfach tot. Und am zweiten Weihnachtstag ist das Restefressen. Ich werde am ersten Weihnachtstag zum Sport gehen und ich werde glücklich sein. Das ist ja okay, das bleibt ja auch nicht aus. Aber da kommt der Entenbraten bei mir gleich wieder rein. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, darüber wollen wir gar nicht sprechen. Und wir wollen auch nicht darüber sprechen, dass ich ein sehr glücklicher Mensch bin, dass Halo Infinite 4 Spieler-Koop bekommen wird. Nein, darüber wollen wir nicht sprechen. Wir wollen auch nicht über Christians Review zu Smash Bros. Sprechen. Die kam gut an, überraschenderweise. Da hast du mit Schlimmeren gerechnet, ne? Ja. Sondern wir wollen über das abgelaufene Spielejahr sprechen. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, aber wir sind doch noch 8 Tage. Ja, haltet die Fresse. Haltet doch mal die verdammte Fresse. Nein, das, wie ich ja auf Twitter vorhin geschrieben habe, da kommt einer und sagt, naja, also eigentlich sind das ja noch 8 Tage. Ich hasse Naja-Kommentare, ich hasse sie so sehr und ich hasse es, dass ich erwähnt habe, weil ich werde jetzt sehr viel mehr Naja-Kommentare in Zukunft bekommen. Ich weiß, dass es passieren wird. Yippie! Yay. Nee, wir reden über das abgelaufene Spielejahr so ein bisschen über die Faktenlage. Also wir sprechen mal ganz kurz die erfolgreichsten Spiele des Jahres an. Fortnite. Werden dann aber so ein bisschen auf unsere Spiele des Jahres zu sprechen kommen und auch ein bisschen unsere Enttäuschungen. Aber lass mal ganz fix die großartige Top-5-Liste abarbeiten. Und die ist so unspektakulär, wie es jeder erwarten kann. Das erfolgreichste Spiel des Jahres ist Fortnite. Red Dead Redemption 2. Fortnite, was? Was? Naja, also von Verkäufen. Auch von den Umsatzzahlen. Auch von den Umsatzzahlen. Hm. Na, überleg mal, die haben irgendwas mit 10, 15 Millionen Stück verkauft für 60 Euro und mehr. Da kommt ein bisschen Kohle zusammen. Ja, aber doch bei weitem noch nicht, wie viel Fortnite reinspielt. Ich meine, wie viel hatten jetzt Red Dead gemacht? Ich glaube knapp irgendwie 1, irgendwas Milliarden. Ja, hat Fortnite doch immer noch mehr. Also Red Dead Redemption ist jetzt Platz 2 der wirtschaftlich erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Platz 1 ist, weil es sind ja echt einige unzufrieden damit. Aber gut, sie müssen erst mal kaufen, um zu wissen, dass sie Platz unzufrieden sind. Platz 1 ist GTA 5. Ja, das ist wenig überraschend durch GTA Online, muss man dann zugeben. Ja, das stimmt. Ich stimme dir aber zu, Fortnite ist, glaube ich, auf einem ziemlich guten Weg, trotzdem mal sich auf Platz 2 zu kraxeln. Allerdings mal schauen, was Red Dead Online noch mit Microtransactions rausreißen wird, ne? Das zweiterfolgreichste Spiel des Jahres von den Umsatzzahlen ist dann aber wirklich dein heißgeliebtes Fortnite. Oh, Gott sei Dank. Da hast du schon die Welt bricht zusammen, ne? Ja, also komm, also Fortnite, ne? Ja. Beste. Die Überraschungsserie hört nicht auf, denn Platz 3 ist FIFA 19. Nein! Ich hätte es auch nicht anders erwartet. Aber jetzt wird es zu eben noch mal ein bisschen kniffliger. Platz 4? Jetzt musst du ein bisschen, das ist jetzt nicht mehr so leicht, die Nummer, ne? Jetzt Destiny hat nicht viel Geld gemacht. Destiny hat nicht so viel Geld gemacht. Nee, Destiny, Destiny taucht in dieser Top-5-Liste nicht auf. So einen großen Spoiler kann ich nicht sagen. Es geht hier übrigens tatsächlich um Umsatzzahlen, also nicht direkt um Verkaufszahlen, wo die Reihe die Verkaufszahlen ist. Nur was es eingespielt hat, also Umsatz vor allem. Gut, Umsatz ist bei digitalen Verkäufen Fortnite fast gewinnt. Ja, sonst wäre Fortnite ja auch gar nicht hier. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Es muss dann ja auch irgendwie, ich meine, ist das einfach ein Mobile-Spiel, oder? Nee, es ist halt wirklich ein bisschen überraschend, muss ich dann selbst zugeben, aber es ist Spider-Man. Ha. Ja, gut, das hat sich 7 Millionen Mal verkauft. 7 Millionen Mal hat sich das mittlerweile fast verkauft. Hm. Nicht schlecht. Das ist aber muss ja auch sagen, bei einer Install-Base von, was war das? 80, 90 Millionen? Oder so?
Ja, das ja, aber es ist trotzdem gut. Also. Ja. Das nee, wir sind fast bei 90 Millionen. Wir sind bei 89 sind wir gerade. Also. Ja, so. Das ist noch einstelliger Prozentbereich, aber ja, so 10% könnten sie schaffen. Ja, das ist nicht schlecht. Also. Richtig. Ich meine, man muss ja auch immer sagen, so anders als bei den Nintendo-Konsolen zum Beispiel, ist bei Sony ist es ja immer sehr divers, die Fanbase. So die Spider-Man-Spieler sind nicht unbedingt die God-of-War-Spieler und die God-of-War-Spieler sind nicht unbedingt die Killzone-Spieler und sonstiges. Nintendo-Spiele irgendwie, wie soll man sagen, sind nicht ähnlich, aber sie sprechen eher auch wirklich Nintendo-Leute an. Die mögen dann halt auch ein Mario und ein Zelda. Aber dennoch beeindruckend. Ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute Spider-Man noch feiern. Vor allem ist immer ein Exklusivspiel hier drin, denn es ist auch das einzige Exklusivspiel in der Liste. Ja. Denn Platz 5 wäre, so wie ich das jetzt nachgelesen habe, eigentlich Platz 4, aber bei Platz 5 sind diese Digitalverkäufe und Microtransactions nicht mit eingerechnet, weil die noch nicht publik geworden sind. Mhm. Aber Platz 5 ist Stand jetzt Monster Hunter World. Mhm. Auch theoretisch wenig überraschend, aber das ist schon so lange her. Also das Ding hat sich ja hervorragend verkauft. Aber wie kann es sein, dass Spider-Man mit 7 Millionen? Mhm. Wieso ist Spider-Man mit 7 Millionen drin, aber Mario Kart 8 Deluxe mit fast 10 Millionen nicht? Ist das günstiger verkauft worden? Es geht ja um dieses Jahr. Ah, schon, das war ja letztes Jahr. Mhm. Gott, die Switch ist ja schon so lange draußen. Das vergesse ich immer wieder. Ha. Mhm. Nintendo hat also Mario Kart 8 hat übrigens tatsächlich eine Installbase von nicht ganz, aber bald knapp 50%. Wobei, das wird jetzt, glaube ich, mal und mal immer ein bisschen weniger werden. Also ich glaube nicht, dass es mehr wird, sondern eher weniger. Aber sagen wir mal so 40-45% Installbase. Das ist halt brutal. Dann muss man zugeben, wer eine Switch im ersten Jahr gekauft hatte, der hat halt auch Mario Kart 8 entweder im Bundle gekauft oder gekauft. Eins von beiden. Also das Spiel, was wirklich 50% hat, ist übrigens Mario Odyssey. Das ist bei 10,5 Millionen, was irre ist. Dass es ein Spiel gibt, bei einer echt hohen Installbase bereits, das einfach jeder Zweite besitzt. Das ist verrückt. Übrigens, Breath of the Wild ist auch so bei 40%, ne? Plus minus. Ja, 8,44 Millionen. Also das. Wobei, das ist ja klar, weil jeder Switch-Besitzer der ersten drei Monate hat ja wirklich also, diese da ist jetzt auch wirklich. Ich gehe auch davon aus, dass die meisten, die jetzt eine Switch kaufen werden, auch noch Zelda nachholen werden, weil das ist No-Brainer, würde ich sagen. Also. Naja. Ja, das ist halt, aber das war ja schon immer so, wenn Nintendo First-Party-Spiele bringt und die qualitativ auch hochhält und auch das macht, was die Fans gerne sehen möchten, dann waren die schon immer erfolgreich. Also ja. Twilight Princess war ja auch extremst erfolgreich. Oh ja. Na, das war auch nicht vergessen. Ja, aber das sind die erfolgreichsten Spiele des Jahres. In der Theorie finde ich, Spider-Man ist eine Überraschung und Monster Hunter World ist theoretisch eine Überraschung, weil man das schon fast wieder vergessen hat. Also, weil das so lange her ist, nicht weil die keinen Content bringen oder irgendwie sowas. Aber, naja. Ja, ja. Aber lass uns mal zu den wirklich interessanten Themen kommen. Und bevor wir über unser Lieblingsspiel reden, finde ich es eigentlich viel lustiger, wenn wir über unsere persönlichen Enttäuschungen des Jahres reden. Und hier sei eine Sache wichtig erwähnt. Enttäuschung kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Man könnte sagen, das schlechteste Spiel, was man je gespielt hat im Jahr. Aber wir beide neigen ja eigentlich dazu zu sagen, es ist die Fallhöhe ist relevant. Das heißt also, wie viele Erwartungen hatten wir an ein Spiel und wie tief ist es gefallen? Das ist ja für uns eigentlich meistens so die Enttäuschung des Jahres. Ja, ja, ne? Ja. Damit man das mal klar definiert. Man muss auch Enttäuschung irgendwie auslegen. Ich finde, eine Enttäuschung muss auch nicht heißen, dass man alles scheiße findet. Nein, es geht nur um die Fallhöhe. Wie gesagt, zum Beispiel kann es ja sein, dass du das beste Spiel des Jahres erwartet hast und du hast nur ein gutes Spiel bekommen. Als Beispiel. Ja, zum Beispiel. Also nur in Anführungszeichen. Okay, dann fang mal an. Ja, für mich ist es tatsächlich Red Dead Redemption 2. Das mag dich jetzt nicht groß überraschen, glaube ich. Ich habe mit sehr viel gerechnet. Ich habe auch damit gerechnet, dass ich mich nicht unbedingt in das Spiel verlieben werde. Aber ich finde es halt absolut durchschnittlich. Das habe ich auch schon so oft erklärt, warum. Ach, die Leute wollen einfach nicht hören. Ist ja auch voll okay. Ja, das ja, kann klar. Ja für jemanden das beste Spiel aller Zeiten sein. Aber die ereignislose Welt, so nenne ich das jetzt mittlerweile, das Wort leer habe ich mal gestrichen, ereignislose Welt, der ganze Singleplayer, der, wie ich finde, nicht so wirklich modern ist in seiner Mechanik und der katastrophale Multiplayer durch seinen scheiß Auto-Aim, der halt einfach keinen großen Spaß macht. Also das ist ein gutes Spiel, das ist auch ein sehr gutes Spiel, da wollen wir mal gar nicht jetzt irgendwie groß irgendwie drumherum reden und das sieht fantastisch aus. Also Red Dead Redemption 2 ist für mich das schönste Spiel des Jahres, wenn es wirklich um die pure Grafik-Power generell geht. Ja. Aber das Ding reizt mich,
Also ich habe einfach auch keine Lust, das wirklich weiterzuspielen. Also ich habe kein Interesse. Ich werde höchstwahrscheinlich auch eine Review dazu machen, wo ich genau das so sagen werde. Und das tut mir auch ein bisschen leid, aber dann wiederum nicht. Und ich habe halt das Gefühl, dass wir in 2-3 Jahren über Red Dead Redemption 2 so reden wie über GTA 4. Oh Gott. Also ja, vielleicht nicht ganz so stark. Ich glaube, wir würden immerhin sagen, dass es immerhin noch optisch nett ist, was einfach GTA 4 nicht hinbekommen hat. Ja, ja, also Red Dead, das ist, ich weiß nicht, ob du dir mal Material zumindest von der Xbox One X-Version angeschaut hast. Mhm. Fucking Scheißdreck ist das hübsch. Ja, ja, deswegen, wow. Also GTA 4 fand ich damals schon nicht hübsch. Deswegen, ich glaube, das ist halt nochmal ein weiterer Punkt. Viele können sich auch vor allem durch ein Spiel durchquälen, in Anführungsstrichen, oder einfach über Fehler hinwegsehen, eben wegen hübscher Optik, was ja auch total okay ist. Ich meine, deswegen liebe ich Jet Set Radio, einfach nur wegen dem Style, nicht wegen dem Gameplay, logischerweise. Von daher, ja, aber ich kann es nachempfinden. Ich meine, falls du dich erinnerst, als wir damals noch den Podcast mit Martin gemacht hatten, war es ja auch Martins meist angesehenstes oder erwartetes Spiel, Red Dead Redemption, das erste. Mit seinem ewigen Traum, den Sonnenuntergang entgegenzureiten. Hat sich als Running Gag dann auch so etabliert. Und am Ende war es eben auch so, ja. Das ist, es ist so ein bisschen No Man's Sky, habe ich das Gefühl. Dass irgendwie man so viel erwartet an dieser Open World und am Ende eigentlich eine real Open World, also eine zu reale Open World bekommt, in der einfach nicht so viel passiert. Ja, Rockstar Games ist so ein Love It or Hate It, glaube ich, mittlerweile. Also irgendwie, keine Ahnung. Es ist schwer. Ja, schön ist das nicht. Und ansonsten hätte ich noch einen zweiten Titel, der für mich eine Enttäuschung war und eine große Fallhöhe hatte. Und das ist dann leider doch Sea of Thieves geworden. Ja. Auch da gilt es wieder, optisch finde ich das Ding eigentlich sehr, sehr cool. Darüber, das ist es auch gar nicht. Und es ist ja auch kein schlechtes Spiel. Die ersten 2 Stunden im Spiel, gerade wenn man im Koop spielt, sind pures Gelächter und Spaß, weil so viel Kacke passiert. Dann kommt aber irgendwann, oder kam, ich habe seitdem nämlich nicht wieder angefasst, deswegen sage ich, wir werden das nochmal anfassen, mit dem Ende Frühling, genau, wenn Ende Frühling das große weitere, ich meine, es sind ja schon ein paar Sachen rausgekommen, aber das wird nochmal das nächste große sein und ab dann sollten wir es nochmal probieren, weil dann ist das Spiel, weil das ist nicht mehr Early Access. Genau, das Spiel hatte nämlich das Problem, dass es zu wenig Inhalte ab Mid-Game hatte. Vielleicht schon Early Game. Also nach Tutorial war einfach nichts mehr los. Das war schon ein Problem. Genau, da hast du dich noch ein bisschen amüsiert und irgendwann wurde es dann relativ flach. So, die Problematik ist halt, das ist für mich die Enttäuschung eigentlich, weil die Mechaniken und Co., die funktionierten alle und die Ideen waren auch alle cool und es sah auch schön aus. Das Spiel hat halt jetzt einfach ein Jahr oder 1,5 Jahr Content-Entwicklung gefehlt. Also das ganze Grundgerüst ist wirklich gut gemacht. Aber die Content-Entwicklung fehlte einfach. Und das ist natürlich immer so eine Geschichte, wenn man diese Spiele auch als Game-as-a-Service rausbringen möchte. Da ist ja auch die Taktik durchaus immer vorhanden, das Spiel noch gar nicht wirklich fertig zu haben, sondern das Grundgerüst und so weiter oder die Gameplay-Elemente als solches theoretisch fertig zu haben und dann das Spiel aber nach und nach weiter aufzubauen in dieser Game-as-a-Service-Phase. Das kann funktionieren, aber dann muss man zumindest schon so viel geboten haben, dass die Leute nicht direkt, gelangweilt sind. Und das ist halt wirklich schade um das Spiel gewesen. Ja, das stimmt schon. Aber ich meine, die Updates sehen alle sehr gut aus, die ja jetzt rauskamen. Auch sowas wie NPC-Schiffe und all so ein Spaß. Das ist ja auch wichtig, dass sowas endlich mal kommt, dass einfach mal mehr auf dem Meer passieren kann als, nichts in dem Fall teilweise. Ich sehe das noch positiv, ich bin einfach nur traurig, dass Microsoft das als ein fertiges Spiel geschippt hat, anstatt einfach zu sagen, ey Leute, das ist halt echt eine frühe Version, weil ja, damit hast du einfach viele Leute verschreckt, dass die Leute, die jetzt nicht einen Game Pass haben, oder sagen wir so, die Leute, die damals einen Game Pass hatten, so wie ich, und die das nur eigentlich deswegen hatten, um Sea of Thieves zu spielen, die haben den ja auch nicht verlängert, weil das Spiel hat man da nicht weiter gespielt. Man hat eh keine Zeit für die alten Spiele oder gerade keine Xbox zur Hand oder ähnliches. Auf dem PC ist der Game Pass ja noch etwas dürftig, wird besser, aber noch etwas dürftig aktuell. Also mich haben sie halt damit erstmal verloren gehabt. Für mich ist es dann ein schlechter Geschmack im Mund und den muss man auch dann erstmal wieder wegbekommen. Aber das da Schöne ich bin ja noch ein Rare-Fanboy, würde ich sagen, irgendwo im Herzen, dass ich so die Hoffnung habe, dass sie es umdrehen können. Aber dann wiederum, um auf die Enttäuschung aufzubauen, ist für mich Sea of Thieves eigentlich eher eine Enttäuschung, weil es eben so wenig Rare ist, das Spiel. Also,
alles, was eigentlich Rare früher ausgemacht hat. Und die haben ja sehr viel Piratenthematik gemacht, weil Greg Maltz, der ja auch der, ich glaube sogar Lead-Designer ist, und der war ja auch Designer von Donkey Kong und von Banjo, der Lead-Designer, also ein Spaß, der war ja immer sehr piratenfanat. Ich meine, King K. Rool ist sowas wie ein Pirat gewesen und im Banjo gab es Piratenthematiken und es immer Piraten. Irgendwas war immer mit Piraten. Es war immer sein großer Wunsch, ein Piratenspiel zu machen. Und jetzt hat er sein Piratenspiel gemacht und es hat null Charme, finde ich. So, weder das Charakterdesign, noch das Weltendesign, noch irgendetwas hat diesen Charme, den Rare-Spiele haben, der auch nicht unbedingt große Glubschaugen sein muss, aber irgendwas anstatt ein Spiel, das eigentlich aussieht wie jedes andere Spiel. Ah, man muss ihn schon zugutehalten, dass er schon einen eigenen Stil hat, finde ich. Es hat einen Artstyle, sagen wir mal, es hat einen Artstyle. Ja, oder so. Aber keinen, der mich umhaut. Also keinen, wo ich sagen würde, das kann nur Rare, das kriegen nur die hin. Aber was man zugutehalten muss, ist zumindest, dass es eins der besseren Rare-Spiele war des letzten Jahrzehnts. Es ist auch nicht schwer, wenn man keine Spiele rausbringt. Ja, aber dazwischen war ja sowas wie Kinect Sports und Viva Piñata war nie ein schlechtes Spiel, das ist unfair. Aber du weißt schon. Um es nochmal kurz hier in Perspektive zu packen, um es hier nochmal festzuhalten. Ich wollte nur noch sagen, 2008, es war immer noch erfolgreich. Ja, 2018 Sea of Thieves, 2015 Rare Replay, das 2014 Kinect Sports Rivals, 2011 Kinect Sports und dann 2010 Kinect Sports erste Version, halt nicht, also das andere Season 2. Aber bedeutet, rein theoretisch hatten sie von 2018 bis 2014 nichts mehr gemacht, außer Sea of Thieves intern entwickelt. Aber 4 Jahre für das Spiel ist ja eigentlich auch, wenn du wirklich von null anfängst und man sagt, sie haben so 2014, 15 dann wirklich angefangen mit dem Spiel, ist das ja theoretisch auch realistisch. Aber es ist dennoch seltsam, weil, ich meine, gut, Rare ist jetzt nicht bekannt für die fetten Releases jedes Jahr, aber auch so diese kleinen Sachen, sowas wie 2008 hatten wir Banjo-Kazooie Schraube locker, Viva Piñata Trouble in Paradise und Viva Piñata DS. Gut, das DS war natürlich ein extra Team, aber dennoch. Es ist so, sagen wir so, die letzten, ja, fast 8 Jahre hat Rare, und eigentlich mehr, eigentlich schon fast 12 Jahre hat Rare eigentlich nicht wirklich was gemacht. Dabei also, ist das Team nicht kleiner geworden. Das finde ich immer noch am verwunderlichsten. Es ist wirklich, als wenn sie Prototypen gemacht haben, die alle scheiße waren und deswegen wir von vorne angefangen haben. 2005 kam Banjo Pilot, Conker Life and Reloaded, Donkey Kong Country 3 für den GBA, ja. Wie gesagt, Game Boy Team, Perfect Dark Zero für die Xbox 360 und Cameo kam ja auch. Das sind beides Launch-Spiele gewesen. Also so, was ist mit Rare los? Vielleicht haben die da einfach nur noch Urlaub gebraucht, 10 Jahre lang oder so. Ich glaube tatsächlich, dass Rare sehr, sehr viele Spiele zumindest als Prototyp entwickelt haben und viel davon verworfen wurde. Und ich behaupte, die müssen relativ viel irgendwo mit Microsoft noch selbst zusammen rumgewerkelt haben, weil das ist, wir haben letztens erst wieder geguckt, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber das ist eine dreistellige Mitarbeiterzahl und Rare hat nie Leute entlassen jetzt. Natürlich haben die Leute entlassen. Aber ich glaube ja, aber die haben jetzt nicht irgendwie 10-20% der Leute entlassen. Nee. Also ne, natürlich kommen und gehen da Menschen, das sind in jeder Firma so, alles cool. Aber was machen die halt, fragt man sich immer so. Und die müssen ja was machen. Microsoft ist ja nicht so, dass die aus Gag eine Firma leben lassen. Nee. Die kosten ja auch scheiße wie Geld. Da würde ich wirklich gerne mal in den Prototypenschrank gucken, du. Oh, ich glaube, bei Rare ein Prototypenschrank ist sowieso das Interessanteste, was man sich vorstellen kann. Da sind ja so wie viele Banjo-Kazooie-Spiele da liegen. Ja, und wie viele Conker-Sachen es gab und all so ein Spaß. Es ist echt. Rare und Prototypen ist, glaube ich, das Interessanteste, was man machen könnte, tatsächlich von vielen Firmen. Ich bin auch gespannt, ob jetzt in den nächsten Jahren der Output wieder hochgeschraubt wird. Weil man muss ja überlegen, wann kam so diese Kehrtwende von Microsoft bezüglich, hey, Rare sollte auch mal wieder wirklich Spiele machen dürfen. Die ist jetzt ja, wenn man mal ehrlich ist, so 3-4 Jahre erst her. Theoretisch könnte es ja gut sein, dass die jetzt wieder im zumindest 2-Jahrestakt ordentliche Spiele releasen. Also ordentliche Spiele im Sinne von kein Casual-Zeug. Ich glaube, wenn, dann würden wir eher erst mit der nächsten Konsole sehen. Ich glaube nicht, dass sie für diese Konsole in Generation noch was machen. Das ist muss ja auch nicht. Also. Nö, es ist, glaube ich, auch viel sinnvoller, wenn Microsoft die komplette Energie jetzt dahin setzt, weil Xbox One ist in der Theorie gelaufen und man merkt auch, dass Microsoft das sehr bewusst ist. Ich meine, haben sie ja auf der E3 quasi auch schon so langsam angekündigt und gesagt, wir gehen jetzt in die nächste Generation langsam rein und fertig. Also die feiern jetzt noch Achtungserfolge gerade mit der One X, aber natürlich ist der Zug abgefahren. Aber das ist ja jedem klar. Also wer da noch glaubt, dass er da
Ja, wir nehmen es aber. Ansonsten, wir werden halt wirklich im Frühjahr uns nochmal einen Game Pass holen, beziehungsweise du. Und wir werden dann nochmal reinschauen in das Spiel und dann nochmal sagen, ob es sich dann tatsächlich doch noch lohnt. Wer weiß das schon. Es ist das ärgerlich. Ich hatte immer die Idee, ein Format zu machen, wo man sozusagen Spiele nochmal testet, die schon länger draußen sind. Weil es immer mal Beschwerden gab, im Sinne von, es gab doch jetzt 500 Updates, das Review ist gar nicht mehr aktuell. Ich denke mal so, ja, stimmt. Aber das ist dann auch kein Review mehr von der Version, die man damals gespielt hat. Das müsste was extra sein. Aber das Problem ist, wenn wir so ein Format machen, dann kommt noch häufiger die Anfrage, ey, macht ihr mal ein Update-Video zu XY-Spiel? Dann haben wir ein Problem. Dann brauchen wir ein größeres Team für sowas. Ich habe übrigens sonst noch eine letzte Enttäuschung. Dann werden meine durch. Und die letzte Enttäuschung trägt den Namen Konami. Wie kann denn Konami noch eine Enttäuschung sein? Weil ich dachte, dass die irgendwie das Ruder noch rumreißen. Aber Konami hat ja in diesem Jahr quasi auch ihre letzte große Marke, Pro Evolution Soccer, grandios versenkt. Ich dachte, wir haben auch Metal Gear getötet, von daher. Ja, Metal Gear hat nicht schon vorher versenkt. Aber Pro Evolution Soccer haben sie wirklich versenkt. Mhm. Und ich bin gespannt, ob Konami in den nächsten 5-6 Jahren da nochmal rauskommt und es nochmal schafft, irgendwie als Videospielhersteller nochmal Fuß zu fassen oder ob sie sich auf den Arcade-Pachinko-Markt selbst zurückziehen, also auf die anderen. Ich glaube, sie haben das Geld und sie werden es einfach probieren. Das ist so Konami meine Vermutung. Also Konami ist jetzt nicht irgendwie, dass sie in Schieflage geraten werden. Nö, überhaupt nicht. Dank ihren Glücksspielautomaten und sonstiges geht es ihnen richtig gut. Denen geht es auch gut. Aber mit Videospielen, ich meine, Pro Evolution Soccer war so die einzige Marke, die du von Konami ja immer quasi noch gut kaufen konntest von der Qualität. Aber das haben sie dieses Jahr auch versenkt. Gar nicht mehr von der Qualität, aber EA hat die so verramscht. Also Pro Evolution Soccer 2019 hat es gerade eben noch in die Top 100 der Charts geschafft. Und das kann nicht die Prämisse sein. Platz 99 sind sie. Was haben wir hier? Bomberman A zum Beispiel hat sich ja über 1 Million Mal verkauft, tatsächlich. Also. Mit Bomberman können sie noch Geld machen. Was ich schade finde, weil es ja eigentlich gar nicht deren Marke ist. Die haben ja nur damals von Hudson aufgekauft. Naja. Ja, aber das wären meine drei großen Enttäuschungen grundsätzlich. Jetzt bin ich gespannt, was du so aus dem Hut zauberst. Das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Erstmal muss mir klar werden, habe ich überhaupt dieses Jahr viel erwartet? Ich glaube, Smash ist jetzt aktuell. Es ist das, halt, Täuschung ist halt, wie gesagt, ja schwer, weil ich habe die große Hoffnung gehabt, dass der lokale Multiplayer sozusagen vor eine Sachen Steuerung und sonstiges besser wird und das wurde er ja. Aber letztendlich war ich halt doch enttäuscht, weil als ich zum allerersten Mal das Spiel angemacht habe und mich durch die Menüs gehangelt habe, um zu gucken, was es so gibt, hatte ich halt das Gefühl, dass da ein Menüpunkt fehlt. Verstehe ich komplett. Weil es so wenig war. Wir haben mal drüber geredet und gesagt, so gut dieses Spiel, gerade wenn du mit Freunden spielst oder so großartig, gut, trifft es ja gar nicht, so großartig das Spiel ist, wenn du es mit Freunden spielst, das Wort Ultimate macht Bauchschmerzen. Ja, das ist so, hätten sie gesagt, ey, mit DLC kommen noch weitere Modi hinzu, sowas in der Art, dann hätte ich gesagt, okay, das ist immer noch besser sozusagen, dass sie den Weg wählen, dass sie sozusagen sagen, wir machen den lokalen Multiplayer komplett fertig, nicht wie in der Wii U-Version, wo der Turniermodus ewig lang nicht nachgepatcht wurde, sodass das fertig ist, das finde ich gut. Und echt sowas wie Target Smash und sonstiges, wenn das noch nicht fertig ist, muss der Release nicht verschoben werden, macht es als DLC und gut ist. Aber da man damit rechnen kann, dass das nicht passieren wird, bin ich doch enttäuscht von dem Namen Ultimate, weil, ja, Ultimate sagt ja einfach, ey, Charaktere, ey, Stages, ey, Modes. Und, nee, ey, Modes Inhalt fehlt. Halt, ne? Ja, ey, Inhalt, das ist von Ultimate. Was einfach so schade ist, weil hätten sie das. Ich will ja nicht mal ein Brawl-Style-Singleplayer. Ich will ja einfach nur diese ganzen kleinen Mini-Aktivitäten, die man nebenbei gemacht hat, was einfach Spaß gemacht hat hin und wieder. Sowas wie, als sie in, ich glaube, in Brawl haben sie angefangen, direkt den Home-Run-Contest mit Zwei-Spieler-Modus zu sehen. Und das war großartig. Es war so genial, mit einem Partner sozusagen sich so einzuspielen, dass man den perfekt irgendwie bearbeitet, um ihn dann wegzukicken. Da habe ich Stunden verbracht. Das habe ich auch nicht verstanden. Unabhängig, ob ihr da draußen diese Mini-Modi mögt, so nenne ich sie mal ganz kurz. Das Wort Ultimate sagt ja, hey, wir packen alles rein, was wir an coole Sachen mal gemacht haben. Ja. Und viel Spaß damit. Und den Home-Run-Contest einzubauen, hätte das hätte denen keine Woche Arbeit gekostet, glaube ich. Glaube ich auch nicht. Also, never ever. Das, also, und selbst sowas wie Target Smash und sonstiges, ganz ja, ehrlich, wenn das System steht, dann baust du mit deinem kleinen Blöckchen-System diese Level zusammen und machst das halt einfach. Man könnte es also, auch so sagen,
Die Enttäuschung ist ja bei dir quasi einfach nur das Ultimate. Also nur nicht Smash als Spiel, sondern Ultimate als Ultimate. Quasi so von der Grundformulierung her, damit man es nicht in den falschen Hals bekommt. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen, weil wie gesagt, ich finde das Spiel großartig, aber den Singleplayer nicht gut. Nee, Punkt. Das ist, ich meine, ich finde auch interessant, dank dem Review habe ich gelernt, dass sehr viele tatsächlich mit dem Singleplayer doch was anfangen können. Sehr, sehr viele nicht, was man auch bemerken muss. Also die Balance ist wirklich, dass die meisten nichts mit diesem Singleplayer anfangen können. Aber ich finde es beeindruckend, dass einige sozusagen wirklich damit so viel Spaß haben können, weil ich habe ja vor allem Lukas zugesehen, wie er da den Singleplayer weitergespielt hatte. Ah, der wurde nicht mehr glücklich hinten raus. Ich habe den Mann auch gesehen. Glücklich war er nicht mehr. Er hat es durchgezogen und ich habe ihn beobachtet. Ich habe den Singleplayer halt auch sehr lange gespielt, aber irgendwann konnte ich halt nicht mehr. Und deswegen war ich sehr froh, Lukas zu beobachten, wie er das dann weiterspielt, weil es ist halt, also... Das ist einfach so null Qualität, was man da macht. Das ist einfach nur Grinding. Also richtig hart Grinding in ein Smash-Spiel. Und das ist so überhaupt nicht, wofür doch Smash eigentlich steht. Es ist, wie ich auch im Review sagte, es ist das allererste Mal, dass ich Sakurais Game-Design-Entscheidung nicht nachvollziehen kann. Ich habe den Mann und seine Spiele gerne studiert. Ich meine, selbst solche kuriosen Titel wie Meteos ist einfach sozusagen da... Das schreit seine Art, Spiele zu machen. Aber das verstehe ich nicht. Genauso wie ich nicht verstanden hatte, dass in der Wii U-Version damals dieses dämliche Brettspiel mit drin war, das nie Spaß gemacht hat. Was auch schon so ein Ding war von, warum hat er das eingebaut? Ich weiß nicht, was das ist oder was in seinem Kopf da abgeht, aber das funktioniert auf jeden Fall nicht. Aber naja, das war auf jeden Fall Smash für mich. Das Online habe ich aber so nichts erwartet, aber ich habe eben meine Mini-Aktivitäten erwartet und die bekam ich nicht. Trophäen habe ich ja Gott sei Dank schon vorher gewusst, dass es die nicht gab. Das hat mich dann trotzdem sehr traurig gemacht, als ich das dann nochmal mitbekommen habe, dass es einfach nichts mehr gibt. Ja. Also, wie ich es gesagt habe, ich spiele jetzt Smash nur noch, wenn Freunde da sind und werde das ansonsten nicht mehr anmachen, weil wozu? Das bringt mir ja nichts. Ich habe da nichts zu tun. Und ich finde es tatsächlich doof, dass der Classic-Modus jede Figur einen eigenen Weg hat. Weil das war ja irgendwo das Spannende, dass du sozusagen einen Classic-Modus hast. Und die Aufgaben sind immer dieselben und du kannst halt die Schwierigkeit einstellen und du musst halt versuchen, mit jedem Charakter das irgendwie zu schaffen. So, auch wenn die Charaktere, mit denen du gar nicht klarkommst. Aber du kennst die Aufgabe, du kennst die Challenge dahinter, die du machen musst. Und die Idee finde ich toll, dass irgendwie jeder seine eigenen Gegner hat in seinem Classic-Modus. Aber ich hätte mir dann trotzdem vielleicht nochmal, was ja nicht schwer gewesen wäre, dass es trotzdem nochmal so einen speziellen Classic-Modus gibt. So eine Abfolge, die einfach dann alle auch nochmal machen können. So Classic Plus oder was weiß ich, was simpel gewesen wäre, wie alle Sachen einzubauen simpel gewesen wären. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie die Entwicklung ablief, von daher kann ich nur sagen, schade. Ja, was hast du denn noch? Lass uns kurz überlegen. Mario Tennis kann keine Enttäuschung sein, weil ich wusste nach Aces, dass das nichts werden kann. Das hätte ich nämlich, hättest du jetzt nichts gesagt, hätte ich gesagt, was denn mit Mario Tennis? Weil ja, ich hab mir nichts erwartet. Also, ja, gut, okay. Es ist besser als nichts. So, ist jetzt nicht das Netteste, aber es ist besser als nichts. Was haben wir ansonsten? Was kam dieses Jahr noch Wichtiges raus? Just Cause 4 von mir aus, aber das Presseevent hat mich so enttäuscht, dass ich noch nicht mal die Vollversion bisher anrühren konnte. Aber ich habe David gehört und David hat geflucht und gesagt, ja, ist genauso wie die Presseversion, nur eigentlich schlimmer, weil es wird nicht besser. Und wenn das ja, ich glaube, die Marke hat es jetzt auch hinter sich, glaube ich. Ja, ich glaube, sie wird wirtschaftlich kein Erfolg werden und damit hat sie es dann wirklich hinter sich. Ja, das glaube ich aber auch. Was schade ist, aber irgendwo haben sie auch dafür gesorgt. Was gab es sonst denn für diese wirklich Spiele? Das ist so das Ding, ich hab dieses Jahr, glaube ich, auf kein wirkliches Spiel gewartet. Das waren alles so, ja, nehme ich Mitspiele. So, Spider-Man habe ich nicht drauf gewartet, aber ich fand es auch nicht umwerfend, aber ich habe auch nicht drauf gewartet. So, ich habe es gespielt und dann dachte ich mir, ja, nicht mein Ding, aber ich habe auch nicht gedacht, dass es das beste Spiel der Welt ist oder so. Hast du Tetris-Effekt gespielt? Nee, leider nicht. Soll hervorragend geworden sein. Ja, habe ich auch gehört. Ich frage mich immer genau, wie das möglich ist, aber das macht einen ja eigentlich neugierig. Hast du Hitman 2 gespielt? Katastrophe. Ich habe gehört, das soll großartig sein. Ich finde es eine absolute Katastrophe. Wieso? Also ich spiele es auf der Xbox One X, also da hat es tatsächlich 4K 60 Bilder, alles schön und so weiter.
Aber ich finde die Missionen nicht gut. Ich habe das Gefühl, das Gameplay ist ein bisschen hakelig. Und ich habe das Gefühl, man merkt, dass IO Interactive irgendwie mit Warner Brothers nicht so viel Geld bekommen hat, wie damals mit Square. Also das mit dem Geld habe ich auch gehört, dass vor allem Zwischensequenzen sowas wie Lippensynchronität und sonstiges einfach nicht mehr existiert, ja, und Figuren einfach von der Kamera wegreden sozusagen. Ja, ja. Aber ich habe halt gehört, dass das Missionsdesign einfach sehr offen sein soll, dass du halt wirklich viel mehr Pfade hast jetzt. Ja, aber ich fand Teil 1 besser. Also Teil 1 des Reboots, so muss man das jetzt formulieren. Ja. Also ich muss auf jeden Fall den zweiten Teil nochmal spielen, ich habe mir noch einen Code hier rumfliegen. Oh, mal gucken. Könnt ihr. Also, ja. Gönn dir. Hast du, aber das kann man auch, also wie gesagt, Tetris-Effekt, da wollte ich gerade kurz was zu sagen. Mhm. Und zwar, ich verstehe, dass man immer so, ja, wie kann denn Tetris so ein geiles Spiel sein? Und dann muss man sich nur an Tetris auf dem DS zurückerinnern. Ja. Das war grandios. Ja, ja. Wobei natürlich für Tetris-Fans jetzt nicht. War das vielleicht ein Haufen Scheiß? Ja, also der gute Blocky ist ja neben einem begeisterten Melee-Spieler auch ein sehr begeisterter Tetris-Spieler. Der ja auch so eine seltsame Challenge in irgendein Tetris gemacht hat, wo man, ich glaube, 4 Stunden am Stück eine Session spielen muss. Und dann hat er irgendwie 10 Minuten nur so davor einen Fehler gemacht. Sowas halt, also so ein Tetris-Spieler. Oh, so wow, die Bekloppten, okay, die einfach auf dem maximalen Level spielen und so einen Spaß. Und die irgendwas war mit der. Bekloppten, wollen wir dazu, ja, sagen. Genau. Sympathisch bekloppt. Genau, die sympathisch bekloppten, seltsamen Tetris-Spieler. Ja. Und irgendwas war bei der Tetris-DS-Version, was bei den anderen Tetris-Versionen sind, die gut sind, das ist da anders. Irgendwas mit den Drehen oder irgendwas war da. Irgendwas ganz Spezielles, was wichtig ist. Hm. Ja, das ist einfach. Aber ich glaube, als Casual-Spieler ist, glaube ich, das ist so ein Smash-Ding wahrscheinlich auch am Ende. Als Casual-Spieler macht es halt dennoch sehr viel Spaß. Aber ja, muss ich nochmal nachholen. Tetris-Effekt, das ist auf der Liste, tatsächlich. Was ist Stardew Valley, so von mir aus. Ich habe mich ewig auf Stardew Valley gefreut. Ich habe mich ewig auf Stardew Valley gefreut. Habe gesagt, ich spiele das, wenn die Switch-Version rauskommt. Und dann kam die Switch-Version raus. Ich habe sie gespielt und ich war so zu Todes gelangweilt die ganze Zeit, dass ich es abgebrochen habe. Oh, wow. Ja, dachte ich auch. Oh, wow. Dabei bist du ja eigentlich ein Harvest Moon. Ja, eigentlich ist das genau mein Spiel. Eigentlich ist das genau mein Spiel. Aber es gab so viele Designentscheidungen, wo ich mir dachte, das geht so nicht. Sowas wie, warum ist die Figur so langsam? Warum kann die nicht rennen? Was soll das? Das war so mein größtes Problem letztendlich, weil egal, was ich gemacht habe, jedes Mal, wenn ich was erkunden wollte, ist mir die Zeit weggegangen, weil ich so langsam war. Und dann kommen einige und sagen, ja, aber irgendwann bekommst du ein Pferd. Ja, aber das dauert doch noch. Das ist alles, war so langsam. Es war so langsam. Ich dachte sowas wie, wenn die einfach einen Rennknopf eingebaut hätten, dann wären 50% meiner Probleme mit diesem Spiel weg. Ja. Ich verstehe, was du meinst, aber ich hatte Spaß mit dem Spiel, warte aber immer noch auf den verdammten Multiplayer auf den Konsolen. Der ist doch draußen. Auf den Konsolen? Ja, Switch hat ihn jetzt bekommen, gerade erst. Okay, gerade erst, okay, dann habe ich es nicht mehr gekriegt. Aber ja, ich habe jetzt vor 2-3 Monaten habe ich es noch gespielt, das meine ich damit. Nee, also da vor 1-2 Wochen kam er jetzt raus. Für, okay, das also PC war ja schon früher und komm, genau. Also Switch auf jeden Fall jetzt. Ich glaube, es war alle Versionen vorhin. Nee, die Konsolen haben alle denselben Upload-Zyklus gehabt, glaube ich. Ja. Ist das aber kein Splitscreen-Multiplayer, ne? Kein was? Kein Splitscreen-Multiplayer, sondern lokal. Nee, online. Ja. Also online, lokal gibt's glaube ich nicht. Glaube ich. Aber ist der denn jetzt auch auf der Xbox verfügbar? Weil ich sehe derzeit nur irgendwie... Doch, müsste. Multiplayer, Xbox. Ich komm mal kurz nach. Wir sind sehr professionell. Switch hat tatsächlich den jetzt schon bekommen, da hast du recht. Aber für die anderen lese ich nur, wir arbeiten. Ja. Nee, hier steht überall, wir arbeiten gerade dran, kommt bald. Mhm. Also höchstwahrscheinlich, also der kommt jetzt für alles nach und nach, das ist alles okay. Ja. Aber höchstwahrscheinlich die Switch jetzt zuerst, vielleicht weil auch die Verkaufszahlen gerade am besten waren. Und weil Nintendo irgendwie, also die hatten das in der Nintendo Direct ja auch angekündigt gehabt, dass der Multiplayer zuerst für die Switch kommen wird. Also okay, dann ist das so eine Koffernummer. Ja. Genau, also irgendwie werden wir wahrscheinlich bestimmt was bekommen haben. Ja, gut, ist ja in Ordnung. Ja gut, was sie, glaube ich, auch ganz recht ist, weil so haben sie ein bisschen mehr Zeit. Ja, das ist auch nicht cool. Was ist denn mit der, für dich zumindest, ein interessantes Thema, nämlich eine der größten Enttäuschungen für
für die Branche dieses Jahr rein im wirtschaftlichen Faktor war ja tatsächlich Nintendo Labo, weil Nintendo da wirklich Kohle verbrannt hat. Zur Erklärung, Nintendo hat halt eine sehr, sehr große PR-Aktion gehabt zu Nintendo Labo weltweit. Alleine in Deutschland hatten sie, glaube ich, 4-5 Standorte mit PR-Touren, wo sie auch 2 Tage waren, auch in Hamburg. Auch so alles super und schön gemacht, also da keine Kritik. Aber Nintendo Labo hat ja einfach nicht gezündet. Nee. Das wird auch ein Produkt, eine Produktreihe sein, die ich glaube, die jetzt auch durch ist. Ich glaube auch nicht, dass sie zu Weihnachten nochmal anziehen wird. Das, ich glaube, es hätte funktionieren können, wenn ja die Labo sozusagen, jetzt. Ja, hätten sie das jetzt eher rausgebracht. Ich glaube, dann hätte es noch eine Chance gehabt, zu Weihnachten interessant zu sein. Aber nee. Ist Nintendo Labo denn für dich eine Enttäuschung gewesen? Das ist nämlich meine Frage. Nee, ich fand's super. Aber die Zielgruppe ist sehr schwer und sehr speziell, weil so ein mein fünfjähriger Neffe zum Beispiel, war das einfach zu nervig. Das heißt, die Altersspanne ist ja wahrscheinlich wirklich so von 8 bis, würde ich sagen, 13. War schon weit gezogen, aber ich stimme dir so ein bisschen zu. Ich hätte sie tatsächlich sehr enger gezogen und gesagt, so 7 bis 10? Ja. Ja, auf jeden Fall. Mit 13 bist du ja schon im Fortnite-Alter. Jetzt mal no shit. Ja, klar. Also das Ding ist halt, du musst irgendwie, sagen wir so, du musst schon mal in der Schule gewesen sein, um sozusagen irgendwo, um sowas auch klingt, gelernt zu haben, gut zu lernen, weil Labo ist ja sehr viel aufpassen und Anweisungen folgen. Du musst basteln können. Basteln können, lesen können, wäre teilweise auch ganz praktisch. Nicht unbedingt wichtig zum Zusammenbauen, aber einfach, um auch sich die Erklärungen durchzulesen, die einfach spannend sind für den Lerneffekt. Das ist so, ja, also die Geduld musst du einfach aufbringen und das ist einfach in deinem jüngeren Alter nicht möglich und wenn du zu alt bist, dann interessiert dich das einfach nicht mehr. Ja, die Problematik ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass es grundsätzlich zu teuer war. Also ich weiß, dass die Pappe auch hochwertig grundsätzlich war, alles geschenkt, aber es war trotzdem zu teuer. Und der Roboter, so cooler auch war, so komplizierter auch zusammenzubauen war, wenn du den einmal gespielt hast, liegt der Kasten ja irgendwo in der Ecke und kann ja nicht wirklich zusammengebaut, also kannst es ja nicht wieder auseinanderbauen. Also kannst du schon, aber ja. Ganz schlechte Idee. Ja, es ist irgendwie am Markt vorbei. Das ist das Neueste, was sie da rausgebracht haben, dieses Open-World-Auto-Ding. Ich glaube, hätten sie das anstatt den Roboter rausgebracht. Ich glaube, die Leute hätten dann ein bisschen mehr verstanden, was man damit machen könnte. Aber das haben sie ja vergeigt, weil der Roboter hat, glaube ich, echt das Image kaputt gemacht. Ja, Nintendo hat halt gehofft, da irgendwie so eine Art, so einen Familientrend zu bekommen, wie damals von mir aus mit, Wii Sports ist übertrieben, aber so Gehirnjogging, Wii Sports, so irgendwo so in diese Riege mit reinzuhauen. Hat aber einfach nicht funktioniert und sie haben halt auch wirklich viel Geld mit Labo verloren. Aber also, man muss dazu sagen, ich bin froh, dass sie es probiert haben. Ja, ich natürlich. Ich bin sehr froh, dass sie dieses Risiko weiterhin eingehen und einfach mal Sachen machen, die man nicht erwartet. Weil ich bleibe dabei, Labo hat mich technisch fasziniert. Ich fand das großartig, wie sie das alles gemacht haben. Es war mega spannend und teilweise auch wirklich, wo man nachdenken müsste, okay, wie haben sie jetzt das technisch gelöst, damit das so gut funktioniert? Weil es hat ja auch noch gut funktioniert, wenn das dann mal zusammengebaut war tatsächlich. Also im Sinne von, das hat mich begeistert und es muss auch. Ich meine, das ist immer das, was mich ein bisschen aufregt, dann, wenn einfach gesagt wird, warum zahlt 70 Euro für die Pappe? Allein die Scheiße zu entwickeln, wird so teuer gewesen sein, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so verrückt. Verstehe ich den Punkt, aber diese Wertschöpfung kommt ja niemals beim Endkunden an. Nee, natürlich nicht, aber so ich als Entwickler sehe das halt und denke mir, allein diese Pappe so zu machen, dass man die richtig zusammenbauen kann und sich überlegen, was man damit machen kann und diese ganze Programmierung drumherum, dass die Reflektoren irgendwie man erkennt, dass sich da irgendwas dreht und all so eine Scheiße. Es ist so viel Research muss da reingeflossen sein. Das ist ja kein Ding, was man so einfach so, ja, ich mache in einer Woche ein bisschen Pappe und dann funktioniert das. Ja. Aber das ist so das Problem natürlich, da es Pappe ist und natürlich in Volksmund jetzt Pappe ja auch nicht so angesehen wird als ein Luxusprodukt, ist es klar, dass es beim Endkunden ja so nicht ankommt. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass sie es probiert haben und ich gehe auch davon aus, dass Nintendo das nicht als Rückschlag ansieht, sondern einfach weiter probieren wird. Einfach gucken, was man ansonsten machen kann. Jetzt nicht mit Labo, aber ich meine, deswegen gibt es ja, oder deswegen bin ich froh, dass es Nintendo auf diesem Markt noch gibt, weil Sony oder Microsoft würde sowas nie im Leben machen. Denen wäre alles scheißegal. Und es ist wichtig, dass wir halt eine Firma haben, die sich noch traut, Experimente zu machen. Schade, dass es natürlich nicht funktioniert hat, aber das nächste Experiment wird kommen. Garantiert. Solange die Konsole erfolgreich ist, zumindest. Wenn die nicht mehr erfolgreich ist, kommen überhaupt keine Experimente mehr. Da könnt ihr knicken. Du hast schon recht. Das ist auch cool, dass Nintendo viele Sachen immer mal ausprobiert und so weiter. Aber Labo war auch irgendwo
ich weiß nicht, wer da jetzt den Hut sich aufgesetzt hat bei Nintendo selber. Ich habe da jetzt nicht geschaut, wer für das ganze Projekt so gesehen verantwortlich war. Aber dass das grundsätzlich irgendwo an der Zielgruppe vorbei entwickelt wurde, das hätte man sich denken können, weil die Kritik gab es halt schon von Tag 1. Ja, stimmt schon. Das war, ja. Ja, naja. Naja. Aber hast du denn noch eine Enttäuschung dieses Jahr? Irgendwas, was dich nicht so weggeflasht hat, wie es sollte? Ansonsten könnten wir ein bisschen zu den Überraschungshits nochmal des Jahres springen. Und zwar die Überraschungshit, die ich nicht gespielt habe. Ich weiß nicht, ob du es mal mitgekriegt hatte, aber Astrobot für die PlayStation 4, entwickelt von Japan Studios, die sind ja ein sehr, sehr renommiertes Studio für Sony. Japan Studios macht eigentlich immer coole Spiele, immer ein bisschen anders. Ich mochte ja zum Beispiel Tokyo Jungle, mochte ich unglaublich gerne. Das war dieses PS4-Spiel mit den, oder war es sogar PS3, mit diesen Tieren, wo du in Tokio bist und so andere Tiere kämpfen musst und nach andere Tiere dann noch freischaltest und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. War aber ein hervorragendes Spiel, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und die haben ja auch damals so kuriose Spiele probiert wie Afrika, was ich in der Theorie irgendwie cool fand, aber nicht so richtig cool war. Und die haben Astrobot Rescue Mission rausgebracht, ein Sony PlayStation VR-Exklusivspiel. Und ich habe das halt einfach abgestempelt und irgendwann durch Zufall habe ich mir Reviews davon durchgelesen, weil ich einfach drauf kam und habe dann gesagt, okay, die sind ja so positiv. Bin dann auf Metascore gegangen, habe gesehen, das hat 50 Reviews und Metascore von 90 und auch ein User-Score von 90. Und dann lese ich so weiter und habe halt mitgekriegt, dass Astrobot bei vielen Awards und vielen Kritikern und vielen Fans das Jump and Run oder das Plattformerspiel, so ist es, das Plattformerspiel des Jahres war. Und ich habe das nicht. Ich, keine Ahnung. Ich, das kein. Es ist ja, ich meine, es ist ein VR-Spiel. Na ja, gut. So, ja. Aber, und das Ding ist halt. Okay, wie erkläre ich das jetzt? Ich bin in VR ja sehr eigen. So, ich habe ja sehr viel in VR ausprobiert. Bedeutet, wenn ich VR gespielt habe, hatte ich immer gewisse Erwartungen, wie ein VR-Spiel zu funktionieren hat. Und wovon ich kein Freund bin, ist dieses System von eigentlich spielst du ein normales Spiel und hast eine Videobrille mit einem Gyroskopen auf. Das ist so für mich einfach ein Ding von, warum sollte ich das machen? So, was ist daran VR? Was ist daran Virtual Reality? So, Virtual Reality ist ja für mich, mich in einen Raum bewegen zu können. So, dass ich da einen Tisch sehe und ich gehe da hin und greife einen Ball, der auf dem Tisch ist und mache mit dem Ball Scheiße. Das ist so für mich Virtual Reality. Das ist so der Inbegriff von coole Sachen, die man in VR machen kann. Ich will nicht sagen, dass Astrobot ein schlechtes Spiel ist. Wahrscheinlich ist es ein wirklich guter Plattformer. Aber dass das VR ist, finde ich halt dumm. So. Wir müssen fair sein, wir haben es beide nicht gespielt. Ne? Nee, also ganz ehrlich, das, was ich mir vorstellen kann, ist, dass muss ja diese Faszination herkommen. Ich denke, ich habe es nicht gespielt und ich weiß nicht wirklich was über das Spiel, aber was ich mir sozusagen vorstellen kann, dass was man in VR macht, ist halt, dass du daraus so ein bisschen Captain Toad machst. So dieses, du musst dich halt umsehen und die Umgebung von allen Seiten betrachten oder was weiß ich, oder halt nah rangehen, um deine Puzzle lösen zu können. Weil das wäre ja sinnvoll, so, dass du das sozusagen ausnutzt. Aber du brauchst dafür nicht VR. Es ist dann eher so ein Gimmick wieder, im Sinne von, wenn VR ein Gimmick ist, dann wird sich das nicht durchsetzen können. VR-Spiele müssen etwas sein, was du nur in VR machen kannst. Und das gab es ja in dem Sinne noch nicht. Deswegen, ich freue mich für das Spiel, aber ich freue mich nicht, dass es mit VR in Verbindung gebracht wird. Ja, die Problematik ist ja, dass VR im Home-Consumer-Bereich einfach nicht mit freier Bewegung funktioniert. Also VR funktioniert zu Hause einfach nicht, dass man sich viel bewegt. Also die Wohnzimmer und Co., niemand will seinen Tisch Ja, klar, natürlich. Das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, Astrobot wäre wirklich mal ein Spiel, das würde mich wahnsinnig interessieren. Ich glaube, gerade du, weil du bei Plattformern auch immer eine sehr fundierte Sicht hast, dass du das einfach mal spielst. Weil ich sehe mir halt so die Screenshots an, sehe so Bossgegner, die mich so ein bisschen an Mario Odyssey erinnern und so weiter vom Design her. Und Japan Studios ist ja grundsätzlich auch ein, also muss ich nicht drüber streiten, ist ja ein sehr, sehr fähiges und sehr gutes Entwicklerstudio. Würde mich tierisch interessieren, wie du das Spiel findest, wenn du es dann mal gespielt hast und vielleicht irgendwo die Faszination verstehst, weil ich kann sie halt nicht verstehen, weil ich es nicht gespielt habe. Ich fand es halt nur so überraschend, weil... Ja, auf jeden Fall. Als ich den gehört habe, habe ich es halt so, ja gut, ein PlayStation VR-Exklusivspiel, das wird ja jetzt wieder ziemlich rotzig. So. Und das scheint es ja einfach objektiv gesagt nicht zu sein. Ja. Also,
schlecht kann es, also schlecht wird es wohl nicht sein. Das sage ich jetzt einfach mal. Ja, finde ich überraschend. Also, ich meine, immerhin, das ist die Luckiest Tale, von daher. Ja, ja. Aber ansonsten, es ist halt ein VR-Spiel, was man wohl mit ein bisschen Optimierung auch ohne hätte VR machen können. Aber das war bestimmt eine Sony-Entscheidung, zu sagen, lass uns bitte VR draus machen, wir brauchen ein gutes Spiel auf unserer Plattform. Ja, gehe ich von aus. Aber ich glaube, wir werden es irgendwann nochmal nachholen. Und wenn ich dir irgendwie die VR-Brille von David aufsetze, der hat ja eine PlayStation VR, die braucht er nicht. Also ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber ich weiß das. Ja, ich gehe auch fest davon aus. Deswegen, da kann man fest von ausgehen. Und dann vielleicht schaffen wir es mal, das mal nachzuholen, weil ich glaube, das wäre mal eine spannende Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Ja, gilt auf jeden Fall als eins der Überraschungsspiele des Jahres. Deswegen auch. Und ansonsten, wenn ich so schaue und mich auch rumgehört habe, so wirklich viele Überraschungen haben wir nicht. Also die Spiele, die gut werden konnten, die wurden dann auch gut, von denen man erwartet hatte, die wären sehr gut, wurden fast alle sehr gut. Wir haben eigentlich mehr Enttäuschungen des Jahres, und zwar auch die objektiven Enttäuschungen, namentlich Fallout 76. Oh. Ich glaube, das Spiel ist da ganz oben in der Liste. Ja, ja, ganz, ja. Ganz ich glaube, das ist eben mein Glück, dass ich einfach zu wenig auf Spiele dieses Jahr gewartet habe. Ja, aber die Fallhöhe des Spiels mal auch mal so übergreifend ist ja gigantisch gewesen. Ja. Also wie tief dieser Spiel. Wir waren nie Fan von 76. Nur mal klar so sagen, wir mochten die Idee, ich glaube, da darf ich auch wir einfach sagen, wir mochten die Idee einfach nicht, dass man aus Fallout ein MMO machen möchte, ohne NPCs und so weiter, weil Bethesda eigentlich das eher kann und nicht unbedingt Gameplay in diesem Sinne. Aber das Spiel hat halt eine Durchschnittswertung von 50%. Und ich glaube, ich verstehe warum. Ja. Ich habe es nicht gespielt, außer in der Beta. Es gibt Leute, die mögen auch morgens in Hundekacke zu treten, also das ist jetzt noch kein Argument. Ja. Es ist halt echt, ich meine, ich freue mich ja immer so für Bethesda so an sich, ne? So ist es ja nicht. Du meinst Schadenfreude oder Freude? Nee, im Sinne von, ich denke mir ja so, Bethesda ist ja kein Scheiß, das sind alles bestimmt richtig geile Menschen dort, die sind wahrscheinlich alle richtig nett und haben Vision und sonstiges. Aber ich war ja schon immer unzufrieden mit ihren Spielen. Ich und wusste, so dass da irgendwas kommen Fisch musste. Freut es mich ja dann doch. Dass so langsam diese schlampige Arbeit, die Bethesda ja schon seit immer, glaube ich, macht, so langsam nicht mehr funktioniert und auch immer schlimmer wird. Ja, aber sie konnten sich immer mit ihrem Storytelling und so weiter retten. Ja. Und dann natürlich in 76 zu sagen, Storytelling, brauchen wir nicht mehr, war natürlich auch vielleicht auch eine gewisse Selbstüberschätzung der eigenen Fähigkeiten. Ja, ich denke auch. Aber das ist halt so ein typisches Spiel, was einfach von vorne bis hinten, da gab es einfach Probleme. Die Idee, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, aber die Idee ist an sich schon mal nicht wirklich geil, weil klar, im Kopf hört sich alles geil an, aber spätestens, wenn man es auf Blatt Papier macht und sich überlegt, wie funktioniert das alles, sollte man irgendwann an diesen Punkt kommen, wo man sagt, warum machen wir das überhaupt? Funktioniert das überhaupt? Ist das sinnvoll? Machen wir einen Prototyp. Prototyp ist scheiße, lassen wir. Aber anscheinend, ich meine, es wirkt so, als wenn sie einen Prototyp gemacht haben und das ist das aktuelle Spiel, was sie rausgebracht haben. Weil, naja, es ist ja nur nicht so, dass du in diesem Spiel wirklich verrückt viel machst. Als hätten die sich so gesagt, so auf dem Papier war das eine gute Idee. Ach, jetzt ziehen wir es auch durch. Naja, Prototyp fertig, läuft, nutzen wir. Hier, kauft, fertiges Spiel. Und alle waren angepisst. Überraschung, Überraschung. Ach ja, ja, das ist, ich denke auf jeden Fall, dass das die größte Enttäuschung des Jahres war. Es war das No Man's Sky von diesem Jahr, wenn man so will. Ja. Also wie gesagt, von der vorhin schon angesprochenen Fallhöhe ist das, glaube ich, auch in dieser Generation ein heißer Titel für Platz 1, glaube ich. Also das, ja. So tief musst du erstmal fallen können, wie Fallout 76 gefallen ist. Weil solche Sachen wie God of War wurden dann hervorragend. Ich meine, das war dieses Jahr, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich meine, God of War hatten ja viele Angst. Und ich kann verstehen, dass vor allem die Leute, die natürlich mit God of War aufgewachsen sind, dass sie jetzt nicht so begeistert davon sind, was daraus wurde. Aber ja, es ist ein gutes Spiel geworden und alle haben es geliebt, also. Ja. Wer hätte es erwartet, dass hier die Spiele einfach auch dann gut waren? Battlefield 5 ist halt einfach Battlefield 5 geworden. Forza Horizon ist halt auch ein gutes Forza Horizon geworden. Wer hätte das erwartet? Just Dance war Just Dance. Mega Man 11 war Mega Man 11, das war ja auch ein gutes Spiel. Das hat vielleicht dann doch nicht jeder erwartet, muss man zugeben.
Ich allerdings schon, als ich gesehen habe, dass es ein klassisches Mega Man ist, da dachte ich schon, dass... Ich mag die Optik nicht und ich mag nicht, dass da Voice Acting drin ist, aber das ist halt meine persönliche Sache. So. Okay, das ist aber, das ist ja noch eine sehr, sehr, ja, wollte ich kurz auch sagen. Aber so als Spiel selbst funktioniert es halt sehr, sehr gut. Ashen ist ein kleiner Überraschungshit noch geworden, aber so wirklich große Enttäuschungen in diesem Maß haben wir eigentlich nicht gehabt. Ich meine, von Just Cause 4 hast du jetzt auch nicht erwartet, dass es das beste Spiel wird. Von Darksiders 3 habe ich auch nicht erwartet, dass es das beste Spiel wird, weil alles, was von Nordic gepublished wird, irgendwie eher so zweifelhaft gut ist. Mhm. Ja. Oh! Ja. Ja, Darksiders 3, natürlich. Das gab's ja auch noch. Ja, nobody cares, so. Naja, aber Darksiders 1 und 2 wurde ja echt hoch gelobt von den Kritikern wie Sau. Und dann kam jetzt Darksiders 3 raus und es ist die größte Scheiße überhaupt. Die größte Scheiße nicht, aber weißt du, warum Darksiders 1 und 2 viel gelobt wurde? Weil das von THQ rausgebracht wurde und zwar in einer Zeit, wo THQ wirklich gute Spiele rausgebracht hat. Ja. Also, THQ ist, das ist so schade eigentlich dran, ne? Auch ein ganz eigenes Podcast-Thema, aber THQ hat all ihr Geld verloren und all ihre Reputationen in einer Zeit, wo sie wirklich beschissene Spiele gemacht haben. Pleite sind sie gegangen, als sie hervorragende Spiele gemacht haben und nicht mehr den Atem hatten, diese Spiele zu etablieren. Naja, das muss man schon sagen. Sie haben aufgehört, halt das Geld zu machen, oder die Spiele zu machen, die Geld bringen. Sowas wie die komplett beschissene Disney-Versoftungen und sonstiges, die sie ja übernommen hatten. Und haben dann versucht, sozusagen, wird immer Geld in ihre Spiele reinzubuttern mit Saints Row, mit Darksiders und all so ein Spaß. Und das hat ihnen das Genick gebrochen. Gut, da muss auch sagen, da wird noch mehr passiert sein. So, das Marketing war, glaube ich, zum Beispiel auch viel zu teuer, was sie gemacht hatten. Das war irre. Vor allem Saints Row 3 wurde ja, also, wow. Ja, aber sie sind erhobenen Hauptes untergegangen. Zumindest spieltechnisch. Ja. Das muss man denen lassen. Ja, das ist halt schade. Und dann Darksiders 3, was jetzt über THQ Nordic kam, von einem Entwickler, von dem ich noch nie so viel wirklich gehört habe. Diese ganzen THQ Nordic-Spiele wirken alle so, wie soll ich das sagen? Also ich suche wirklich gerade ein passendes Wort dafür, ich will gar nicht nett sein, aber halbgar, hier und da ein bisschen amateurhaft, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, also ich glaube, du weißt, was ich meine, aber sobald auf dem Spiel THQ Nordic draufsteht, sitze ich da und denke so, ich glaube nicht, dass das so gut ist. Ja, ja, ich meine, ja. Ja, bitte. Okay, darüber reden wir das nächste Mal, wenn ich mir ein Spiel gekauft habe, ein Review dazu gemacht habe und dann sehr viel lustige Sachen zu erzählen habe. Ich bin gespannt. Du darfst sehr gespannt sein. Es wird so schön. Es wird so schön. Ich hoffe nur, dass wir keine Klage reinbekommen, aber es wird so schön. Oh nein, Tim, arbeite bitte lieber mit den Stock-Footage-Opa. Ich erzähle dir noch einen Podcast, um was es geht. Wenn es so schlimm wird, kannst du auch die Review anfangen. Nein! Leute, es ist die Stock-Footage-Opa. Erinnerst du dich noch daran, als du hier den Feuerwehrsimulator gemacht hast und jemand nicht so glücklich damit war, dass du das gemacht hast? Wisi die Wiss? Ja, genau. Ich hab so eine Situation könnte vielleicht wieder eintreten, was ja egal ist, weil wir auf der sicheren Seite sind, aber es kann sein, dass das wieder eintritt. Geil, weil endlich wieder ein Clickbait-Thema, du. Da können wir direkt die Feuerwehr rausholen. Ich erwarte halt einiges und ja, ich habe halt schon ein bisschen vorgearbeitet für dieses Review, mir eine andere Version von diesem Spiel angesehen. Das heißt ja, das muss um ein deutsches Spiel gehen, weil die anderen sind nicht so doof. Ja, das wird spannend. Ja, das ist eine Geschichte. Also ich mache das nicht, also das ist das Ding im Sinne von, ich bin ja eigentlich sehr gespannt, wie dann diese Mobile-Version dann auf einer anderen Konsole aussieht und wie die funktioniert. Ich gehe da ja offen ran, aber da ich diesen Entwickler schon kenne und deswegen nichts erwarte, denke ich, dass es so ausgehen wird, wie ich es mir im Kopf mal ausmale, aber ich werde ihm natürlich eine Chance geben, logisch. Geht's aber um ein Delic-Spiel? Oh, das wäre schön, aber nein, ich glaube, der Delic wäre tatsächlich noch ein bisschen cooler bei der Sache drauf. Ja, die sind eigentlich mit Kritik immer ganz gut umgegangen. Also ob man jetzt die Spiele nach außen ja, nach innen. Nein, da muss er aber. Das ist eine ganz andere Nummer. Ja, also ich will da nicht zu viel drüber reden. Was machen wir nächstes Mal, wenn es dann soweit ist? Ja. Ansonsten dürft ihr euch übrigens bald darüber freuen, dass Christian Ark auf der Switch reviewen wird. Da werde ich dich einfach durchqueren, die 5 Minuten oder so. Bis du merkst, dass das Spiel nicht funktioniert, weil es immer abstürzt. Oh Gott, ja, warum? Und es gab, ich habe auf Facebook gesehen, dass Leute darüber diskutiert haben in der Nintendo Switch-Gruppe. Und da gab es eben Leute, die haben gesagt, das ist aber auch die armselige Ark ist draußen. Ist das wirklich so schlimm? Nein, kannst du dir kaufen für 50 Euro. Ich habe das auch. Das ist total okay.
Das Spiel macht trotzdem Spaß. Und ich hocke da so und denke mir, ernsthaft? Weißt du, ein Spiel, was auf keiner Plattform wirklich läuft, sollte man vielleicht in Frage stellen? Ja, ich frage mich einfach nur, wer schafft es, Ark auf der Switch zu spielen und wird dabei nicht komplett irre? Also wirklich, das Spiel läuft in, dank DJ Fond, wir wissen das ja, in der niedrigsten Auflösung, die man je auf der Switch gesehen hat. Und auch sehen wird, da lege ich mich jetzt schon fest. Ich glaube, sie waren bei 360p oder sowas, beim niedrigsten Faktor. Aber wie willst du ein Spiel, was auf dem PC, also neu machen? Ja, ja, klar. Aber wie würdest du sonst einem Spiel, was auf dem PC mit einer 2080 Ti und einem i7, i9, Ryzen 7, was auch immer, ruckelt wie Kacke und auch auf einer Xbox One X oder PS4 Pro nicht flüssig funktioniert? Wie willst du das überhaupt auf eine Konsole bringen, die jetzt einfach mal ganz objektiv gesagt hat, denn doch weniger Power hat, als die, ja, gerade. Das kann ich dir ganz einfach sagen, was man da macht. Man lässt es. Ja, genau, das wäre auch mein Tipp gewesen. Aber das Ding ist ja, Leute sind ja so dumm und kaufen das. Warum sind Menschen so dumm? Weißt du warum? Weil sie die Namen Ark irgendwann mal gehört haben oder auf YouTube gesehen haben, gerade die Kids, und kaufen das und denken sich so. Also entweder denken sie sich, das ist ja gar nicht so, wie das ist ja alles scheiße hier. Oder die denken sich, geil. Und ich finde die zweiten finde ich sogar noch schlimmer. Ja, weil wenn du so ein dummes Kind bist, dass wenn du es gekauft hast und nicht einfach Instant Max, das war der größte Fehler, den ich hätte machen können, dann musst du ein richtig dummes Kind sein. Richtig dumm. Und ich werde jetzt mit mindestens ein Zuseher da draußen gehen, der total zufrieden ist mit der Ark-Version auf der Switch und sich jetzt mega beleidigt fühlt. Und mega, ja, naja, nicht glücklich ist über das, was ich gesagt habe. In dem Fall tut's mir leid, aber es ist schon dumm. Ja. Es ist halt, also einen gewissen Standard sollte man einfach haben. Irgendwann muss man auch mal akzeptieren, man sollte nicht alles auf der Switch spielen. Ich bin bei Doom ja schon komplett an der Grenze, wo eigentlich jeder sagen würde, wenn du eine andere Option hast, dann nimm eine andere Option als die Switch-Version. Aber Ark ist einfach ein komplett anderes Level. Das ist einfach, das, nee. Nee. Einfach nee. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also wie gesagt, da bin ich. Ark ist eine Enttäuschung, die nicht aufhört. Jedes Jahr könntest du wahrscheinlich Ark aus irgendeinem Grund erwähnen. Und danach noch irgendwie ein bisschen PUBG wegen PS4-Version und so ein Scheiß. Ja, egal. Kommen wir zum eigentlichen schönen letzten Punkt. Wir werden das auch nochmal in einem Video aufarbeiten, deswegen will ich jetzt nicht zu viele spoilern und so weiter, aber nenn mir einfach mal so aus dem Stegreif ein Spiel, wo du einfach sagst, okay, das hat mich dann doch im positiven Sinne weggehauen oder komplett überrascht. Und wenn du jetzt ein Spiel nennen müsst, muss nicht das Beste für dich sein. Okay, es ist interessant, weil mich dieses Jahr kein Spiel umgehauen hat. Jetzt komm nicht wieder mit Enter the Gungeon. Das hast du zweimal gemacht. Ein drittes Mal geht nicht. Super Mario Bros. 2, Baby. Nein. Wie wär's mit... Okay, das ist sehr speziell, aber da ich ja mich sehr für Technik interessiere, hat mich umgehauen die Optik von Spider-Man. Mich hat das Spiel nicht umgehauen, aber ich hatte sehr viel Spaß daran, mich in diesem Spiel umzusehen. Und das hat mich umgehauen, tatsächlich. Also es gab viele Momente in Spider-Man, wo ich dachte, fuck, sieht das gut aus. Das habe ich nicht häufig in Videospielen. Und deswegen ist das so eigentlich mein Highlight gewesen für dieses Jahr in Videospielen. Was witzig ist, weil es eben ein Spiel ist, was ich nie wieder anrühren möchte, vom Gameplay her. Aber so ist es halt. Hin und wieder gibt es eben Spiele, die einen dann aus anderen Gründen begeistern können. Weil dieses Jahr, es gab sehr viele gute normale Spiele, so wo ich sage, ja, haben Spaß gemacht. Aber nichts, wo ich sagen würde, ja, das spiele ich jetzt seitdem es draußen ist, immer und immer wieder. Das gab es halt dieses Jahr tatsächlich nicht. Bei mir ist es ein Spiel, was mich, das ist nicht mein bestes Spiel des Jahres, das will ich auch noch nicht spoilern, aber ein Spiel, was mich extremst positiv überrascht hat, ist Pokémon Let's Go tatsächlich. Ich war bei der Ankündigung dann schon kurz gehypt, war dann allerdings hatte ein bisschen mehr Schiss, wie das Spiel dann doch wird, und bin halt überrascht, dass ich ein so gutes Spiel bekommen habe, was trotz der Wurfmechaniken, die auch mit dem Joy-Con überhaupt nicht funktionieren, also Joy-Con ist ein Haufen Müll, aber die überhaupt nicht funktionieren, mir trotzdem so viel Spaß gemacht haben. Pokémon Let's Go ist tatsächlich irgendwo für mich meine Überraschung des Jahres und eins der für mich auch unterhaltsamsten Spiele des Jahres gewesen. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja.
Ich kann das verstehen. Ich meine, ich war ja auch schon. Hast du es gespielt eigentlich? Ich hatte so viel mit Smash und so zu tun, ich kam immer noch nicht dazu. Es ärgert mich so, aber ich denke mal, ich werde das zwischen den Jahren oder so mal in Angriff nehmen, auf jeden Fall. Ich finde immer noch so lustig, ich muss ja dann manchmal, man kann es ja leider nicht mit einem Pro-Controller spielen, also das Spiel hat wirklich einige Entscheidungen, wo man Nintendo einfach sagen kann, und das ist das Problem mit diesem, du wirfst die Pokémon mit dem Joy-Con und du verwirfst so viele und du verbrauchst viel mehr als im Pokémon Go schon. Das ist halt so inflationsmäßiger Bullshit und du wirfst irgendwie den Joy-Con nach links und der Ball fliegt irgendwie rechts ins Nichts. Also diese Wurfsteuerung funktioniert überhaupt nicht. Also ich habe das Gefühl, die Wiimote hat besser funktioniert als die Nunchucks. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man die Nunchucks mehr abschirmt mit der Hand, weil sie so klein sind. Also vielleicht liegt es nicht mal an der Technik, sondern an der Größe. Aber die Wurftechnik regt einen eher auf, als dass sie überhaupt funktioniert. Aber egal. So, das ist nur egal. Aber ansonsten bin ich sehr begeistert von dem Spiel und es hat mir das gegeben, was ich wollte. Schöne Flashbacks mit einer beschissenen Wurfsteuerung. Ja, aber es ist auch eine schöne Sache letztendlich. Ich war immer froh eigentlich, dass sie das machen, weil ich fand das Spiel von Anfang an interessant. Weil ich einfach nur froh bin, wenn Pokémon sich neue Sachen traut. Viele haben sich darüber aufgeregt, dass das Spiel so sehr Gameboy ist. Ja, und viele haben sich darüber aufgeregt, dass es halt Gameboy ist. Also haben sich darüber lustig gemacht. Im Sinne von, die Figuren haben ja kaum richtig Animationen oder hüpfen einfach nur hoch und runter als Emotion. Sonst gibt es mir denke, ja, es ist Gameboy. Das haben sie halt nicht gut kommuniziert. Ihr solltet von Game Freaks aber auch nie zu viel erwarten, ne? Es ist das Ding. Es ist halt, hätten sie es besser kommuniziert, dass das wirklich ein Gameboy-Remake ist, dann wäre es vielleicht anders angekommen, weil so hat man halt was anderes erwartet. Vor allem, weil jetzt natürlich die 3DS-Teile, sagen wir so, organischer. Ich glaube, organisch ist das Wort. So, weil es ja alles sehr teilbasiert ist und blockig und die Häuser enden halt wirklich in ein Grid und all so ein Spaß, was der Gameboy ist. Aber das ist doch ein Hauptspiel. Ja. Mainline. Ich weiß nicht, wer von der Pokémon Company und Nintendo das gesagt hat, ne? Aber wenn die behaupten, das ist ein Hauptspiel, dann erwarte ich auch, dass alle anderen Pokémon-Spiele jetzt diese Let's-Go-Steuerung haben, ne? Ansonsten ist es einfach ein Spin-off und bis ich nicht den Beweis gesehen habe, dass die neuen Hauptspiele auch so sind, beim Werfen und so weiter, ist Pokémon Let's Go ein Spin-off, welches aber weitergeführt wird. Es wird Pokémon Let's Go, jetzt hier zwei beliebige Pokémon der ersten, der weiteren 251 einführen, das wird eine eigene Serie. Pokémon Let's Go Pichu? Können wir das machen? Ja. War Pichu beliebt? Ja. Aber wen kann man denn da noch einballern? Gibt's denn einfach die Starter oder nicht? Machen wir einfach die Starter von den anderen. So ein Starter. Ja, aber das werden die weiterführen. Und die sind ja nicht doof. Die werden halt mit jeder Generation durchmachen, weil das ist ja auch viel weniger Aufwand. Ey, die freuen sich doch einfach nochmal jede Generation nochmal zu remaken. Das ist einfach easy money. Natürlich. Also wer jetzt nicht glaubt, dass in zwei Jahren Pokémon Let's Go, was auch immer, Gold, Silber kommt, der hat aber den Schuss nicht gehört. Ja, auf jeden Fall. Na. Ja, aber wie gesagt, ich bin zufrieden mit diesem Jahr an sich, weil es einfach für mich nicht komplett Apple war, aber es war eben auch nicht das... Ich meine, ganz ehrlich, letztes Jahr kam Zelda und Mario raus. Bitte? Entschuldigung. Letztes Jahr kam Mario und Zelda in ein Jahr raus. Das ist so, das wird für mich erstmal das beste Jahr bleiben für viele, viele Jahre wahrscheinlich. Also... Vor allem für dich, der beide Marken ja auch sehr liebt, wenn man es ja, und auch mehr als zufrieden war mit beiden Spielen. Also deswegen ist das halt schwer. Also wenn jetzt dieses Jahr Metroid Prime 4, Animal Crossing und neues F-Zero kommen und alles ist geil, dann würde ich sagen, okay, das ist eine Konkurrenz. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Gegen Zelda und Mario kommt es nicht an. Vor allem nicht gegen Zelda für mich, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ansonsten, dieses Spiel ja war ein sehr, sehr gutes. Aber ich glaube, eines, was wir trotzdem auf kurz oder lang dann irgendwie vergessen werden. Also es gab übrigens auch viele gute Spielejahre in den letzten 10, 12. Da nicht falsch interpretieren, aber die haben wir halt alle auch schon wieder vergessen. Weil man muss das auch mal wieder in Perspektive packen. Du brauchst eine Liste eigentlich. Weil ganz ehrlich, als wenn ich noch wüsste, was 2012 rausgekommen ist. Wenn man es mir dann zeigt, aber ich könnte jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, oh, das war ein gutes Spielejahr. Ich kann mich an Sachen erinnern, wie dass einige E3-Konferenzen ziemlich geil waren. Das kann ich dir sagen. Aber ich kann dir nicht sagen, welches Spiel wirklich in dem Jahr rauskommt. Vor allem, weil die auch immer meistens am Anfang oder am Ende des Jahres die guten Sachen rauskommen, wo man es immer schnell verwechselt, was ein Jahr davor oder was ein Jahr später. Theoretisch müssten wir übrigens nächstes Jahr eines, vielleicht aber auch erst übernächstes Jahr, eines der besten Spielejahre der letzten 10 Jahre bekommen, weil dann enden die Xbox- und PlayStation-Generationen wieder. Und da
wurde eigentlich immer ein Fest abgebrannt. Ja, deswegen kommt auch Crackdown dann endlich raus. Könnte einer dieser Gründe sein. Ich hätte noch einen anderen auf dem Papier, aber über den wollen wir mal vielleicht im nächsten Podcast sprechen, denn dann werden wir über das Spielejahr 2019 ein bisschen reden. Und da gibt es tatsächlich viele Titel, über die man sich freuen kann. Egal, ob man eine Nintendo Switch, eine Xbox, einen PC oder eine PlayStation hat oder alles zusammen. Ich glaube, da wird für jeden was dabei sein. Das nächste Jahr klingt nach einem sehr, 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 sehr guten Spielejahr jetzt auf dem Papier. Kann natürlich auch eine vollkommene Enttäuschung werden. Das kann alles kacke werden. Animal Crossing ist explodiert, wenn es startet. Halo Infinite funktioniert einfach mal wieder gar nicht. Und Sony hat vergessen, wie Spiele gehen. Und auf dem PC zerkriegen sich Epic und Valve gegeneinander. Und Discord, ganz hinten in der Ecke. Der sitzt hinten auch so, ich will auch mitmachen. Hallo, ich nehme nur 10%. Will jemand? Halt die Fresse, niemand spielt die Maule. Nein, wenn ihr euer Spiel auf Discord kauft, alles gut, Leute. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ich sag mal so, wenn ihr Indies unterstützen wollt, dann kauft auf Discord, weil da kriegen sie am meisten Geld. Logisch. Geht auf die Webseite und guckt, ob ihr direkt kaufen könnt. Oder so noch besser. Also, ja. Ist ja nicht alles scheiße. Nein. Aber ja, das schauen wir uns beim nächsten Mal dann an. Genau. Ansonsten gilt halt die alte Devise, wenn ihr Kommentare habt, gerne auf Twitter, gerne über YouTube Community und wenn nicht, dann wünschen wir euch einfach ein paar schöne Festtage. Entspannte Weihnachten finde ich immer, das ist immer, finde ich, das, was man am ehesten wünschen kann, einfach entspannte Festtage, dass man einfach Ruhe hat. Und wenn ihr diesen Podcast irgendwie auf dem Weg zu zur Familie hört oder während sich Oma und Opa wieder gegenseitig unterm Tannenbaum gegenseitig verprügeln, ja. Hast du einen Film, den du zu Weihnachten immer guckst? Stirb langsam. Du bist furchtbar. Das ist doch ein Weihnachtsfilm. Ich dachte mir, eigentlich muss ich dieses Jahr mal wieder Kevin allein zu Hause gucken. Ich habe ewig nicht mehr Kevin allein zu Hause geguckt. Obwohl jetzt Macaulay... Hat dich die Google-Werbung getriggert? Heißt nicht Macaulay? Doch, es war Macaulay? Macaulay. Nee. Ja. Ja, hat dich genau. Die Google-Werbung getriggert? Nee, nicht die Google-Werbung. Der braucht anscheinend Geld und geistert aktuell bei allen YouTubern rum. Der hat ja auch mit dem Videogame-Nerd zusammen gemacht. Und wo war er noch? Ah, ich habe ihn bei einigen Videos gesehen, wo er halt wirklich viel mitgemacht hat. Weißt du, der hat ja auch relativ viel Drogen genommen. Und ich muss ja auch sagen, und das ist jetzt ja nicht böse gemeint, aber das sieht man auch. Ja, aber scheint so gut zu sein. Also, ich meine, wenn er es geschafft hat, aus dem Drogensucht da wieder rauszukommen. Das ist wirklich ja, cool. Natürlich. Also... Von daher. Das waren, glaube ich, auch 3 Entzüge oder so, die hat er. Ich wollte einfach nur sagen, also wirklich schön für ihn, aber die Vergangenheit sieht man. Sieht nicht aus wie Mitte 30. Das ist eher so 50. Ja, stimmt schon. Aber mal gucken, wie es für ihn dann jetzt weitergeht. Vielleicht kriegt er jetzt ja wirklich die Kurve und schafft wieder irgendwas in seinem Leben anzufangen. Man muss so sagen, in den 90ern dachten alle, der stirbt. Also weil er halt diesen Komplettabsturz. Ich habe auch nichts davon ihm gehört und dachte, er sei schon gestorben tatsächlich. Nee, guck einer an. Er war nur alleine. Aber nicht zu Hause, sondern unter der Brücke, leider dann. Aber das alleine zu Hause und manchmal auch in den Zug oder einfach unter der Brücke. Ist das wirklich dein Weihnachtsfilm? Nee, mein Weihnachtsfilm ist Schöne Bescherung oder Hilfe ist Weihnachten sehr. Oh. Mit den Clarks, mit Clark. Griswold. Griswold war der Nachname, sorry. Mit Clark Griswold. Clark. Seltsame Reihe von Filmen, die... teilweise so alt sind, dass man da noch blanke Brüste und sowas zeigen konnte. Das ist ganz, ganz seltsam. Aber das ist der bekannteste Film letztendlich von dem. Also von dieser Griswold-Familie. Und ja, eigentlich gucke ich den fast jedes Jahr, weil er hat sehr viele Details und es ist wirklich ein Film, der unfassbar gut die Weihnachtstage rüberbringt. So die schönen Seiten von Weihnachten und die nicht so schönen Seiten von Weihnachten. Jetzt mal stirb langsam außen vor genommen, gucke ich halt über Weihnachten tatsächlich relativ gerne die alten Disney-Filme. Oh, also die schönen. Das ist süß. Ja, also König der Löwen ist für mich immer noch der schönste Film überhaupt, den Disney je gemacht hat. Endlich ist er tot! Jetzt hast du den ganzen Film für alle gespoilert. Was kommt als nächstes? Die Titanic geht ohne. Bruce Willis, aber auch die anderen Disney-Filme, die alle noch so sehr klassisch sind und auch sehr, die sind ja mittlerweile, das musst du dir überlegen, Bambi ist... Bald ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber geht langsam auf die 100 Jahre zu. Ne? Das ja, ist halt aber warte ab! Bald gibt's das Remake. Nächstes Jahr kommt Aladdin, König der Löwen und Mary Poppins kommt jetzt ja gerade ins Kino. Wenn du glaubst, dass Bambi nicht auch bald kommt, muss Dumbo ich sagen... Dumbo kommt auch noch. Nee, die ziehen das alles durch. Die machen das alles. Bambi kommt, safe. Ja, natürlich kommt Bambi. Die werden ich auch meine, noch was willst du jetzt machen?
wirst du dir Schön und das Biest Cartoon oder Schön und das Biest Realfilm angucken? Also König der Löwen, den Film werde ich mir angucken müssen, weil es wie gesagt mein Lieblingsfilm ist, also der Trickfilm. Aber ja, willst du ja nicht überwarten, bis es auf Netflix oder sowas gibt? Nö, da gehe ich schon ins Kino. Ich mag Kino sehr, sehr gerne. Ich finde, Kino hat immer, es gibt viele Filme, die, wenn ich sie auf Netflix gucken würde, ich höchstwahrscheinlich scheiße finden würde, und Kino hat immer noch ein anderes Flair. Aber das Problem ist doch einfach nur, dass bisher alle Realverfilmungen von Disney nicht wirklich gut waren. Also sozusagen einfach nicht der Genialität gerecht wurden. Ja, das wird König der Löwen auch nicht. Mit der Stimmung gehe ich zumindest rein. Aber was ich sonst noch sagen wollte, die werden Bambi verkackeln. Also nicht Bambi verkackeln, aber die werden noch Bambi machen. Und das ist viel schlimmer, die werden noch Kapp und Kappa machen irgendwann. Und Susi und Strolch müsste eigentlich auch noch kommen. Die werden die alle machen. Und Ariel wird kommen. Ah, ich will darüber gar nicht nachdenken. Ich bin so froh, dass wir kein Film-Podcast sind, sondern Gaming. Und deine Kinder werden irgendwann sagen, oh, den Bambi-Film mochte ich so. Und du wirst da hängen und einfach nur heulen. Mhm. Hier ist der Originale, der ist kacke. Ja, das ist ja schon mal der Schöne der Biest wahrscheinlich so. Das wirst du, den Kampf, da sollten wir uns beide auch mal ehrlich sein, den Kampf werden wir Nostalgie verlieren. Ist halt was Böses. So. Ja, wie dem auch sei, was wollte ich eigentlich vor 10 Minuten sagen? Ach ja, frohe Weihnachten. Aufhören, wolltest du. Ja. Tschüss.